Guten Morgen, liebe YouTube-Online-Radler. Heute ist Dienstag und ich habe mal wieder in der Woche einen Tag frei bekommen. Und da werde ich eine kleine Radtour machen. Die Aktion hier, die wird übrigens so ein mehrteiliger Film, weil die ganze Runde, die ich vorhabe, die ist so von zu Hause bis zu Hause eine schöne Rundtour. Die würde man sogar auf der Deutschlandkarte sehen als Kreis. Die geht so um die 180, 190 Kilometer und das muss man ein bisschen aufteilen. Darum fahren wir heute zu einer Quelle von einem Fluss und ich melde mich unterwegs dann gleich noch mal und erzähle euch noch ein bisschen was darüber, weil jetzt fahre ich hier auf die Landstraße und da brauche ich beide Hände am Lenker. Weil heute Werktag ist, lass mal die Baustelle natürlich links liegen und ich fahre hier diese kleine geheime Umleitung. Und alles, was ich jetzt runterfahre, muss ich nachher wieder hochfahren. Juhu! Da links oben, da ginge die Straße lang. Jetzt fahre ich auf dem Stück neu gemachte Straße und es fährt sich so wunderschön. Ich glaube ja, ich bin der Erste, der hier lang fährt. Der Erste, der sein Reifenprofil in diesen frischen Asphalt prägt. Hier bin ich jetzt unterwegs von Tholey in Richtung Neuenkirchen nahe zum Boostalsee und man sieht hier schon, dass der Herbst um sich greift. Da hinten die Bäume, die sind alle schon mehr braun als grün. Ist ein bisschen trüb draußen, warm wird es auch nicht mehr. Der schöne Sommer ist vorbei. Ich habe jetzt 16 Kilometer auf dem Tacho und es sind noch so circa 3 Kilometer bis zur Quelle. Nach 20 Kilometern Fahrradanfahrt bin ich jetzt endlich an der Quelle angekommen. Oder vielmehr an einem Hinweisschild, dass hier irgendwo die Quelle sein soll. Jetzt kann ich euch auch verraten, wie dieser Fluss heißt. Das ist die Blies. Den fahren wir jetzt mal von der Quelle bis zur Mündung. Wie anfangs schon gesagt, natürlich in mehreren Teilen. Ich weiß noch nicht, ob es 2, 3, 4, 5 oder 10 Teile werden. Keine Ahnung, aber ich denke mal, es dürfen so 2 oder 3 Teile werden.
Bei Wikipedia kann man ja ein paar Dinge über die Blies nachlesen. Zum Beispiel, dass die 95 Kilometer lang ist und halt komplett durch Saarland fließt. Und somit ist sie eigentlich der längste Fluss im Saarland. Und da wundert mich als Außenstehender natürlich, warum heißt es eigentlich Saarland? Müsste doch eigentlich Bliesland heißen. Okay, also ich starte dann hier gleich meine Tour, nachdem ich da hinten irgendwo den Cache zur Quelle gefunden habe. Und es geht von hier entlang der Straße gleich bis nach Obertal und von Obertal auf dem Wendalinus-Radweg der ehemaligen Bahnterrasse bis nach Sangwendel. Wir sehen uns. Viel Spaß! Da ist es, das erste Wasser der Blies. Und auf dem Weg hier runter habe ich mich mal schön auf den Arsch gesetzt hier in dem Lehm. Muss ich mal gucken, wie das aussieht. Ich hoffe, man sieht es. Das Mörsdorf, was ihr hier eben auf dem Schild rechts gesehen habt, ist aber nicht das Mörsdorf an der Geierlei. Auf diese Brücke hier muss ich jetzt gleich hoch. Weil da oben geht dann der Wendalinus-Radweg lang. Geschafft. Das ist der Wendalinus-Radweg. Bis nach St. Wendel sind es jetzt rund 10 Kilometer. Und weil ich hier gerade so schön alleine langradle, wollte ich mich mal bei allen meinen Abonnenten bedanken, dass ihr euch immer schön meinen Mist anschaut, wo ich da überall rumgurke. Für die vielen Daumen und ganz besonders natürlich geht der Dank an alle Dirks, die meinen Kanal abonniert haben. Den Rainer, der mich inspiriert hat und an alle Michaels. Ja, diese Bahntrassenradwege, die sind doch irgendwie immer alle gleich. Anscheinend haben sie diese Zäune, die hier rechts oder links jetzt gleich kommen, in 1000 Kilometer Pack gekauft. Na, zum Glück habe ich einen Fahrradhelm auf. Nicht, dass mir noch eine Eichel an den Kopf fällt. Fünf Kilometer noch bis St. Wendel. Ich bin jetzt durch St. Wendel durchgefahren, durch Oberlingsweiler und fahre jetzt weiter Richtung Niederlingsweiler. Und hier in dieser schönen Aue fließt die Blies entlang. Oder was heißt fließt? Sie schlängelt sich. Und genauso schlängelt sich hier die Straße bergauf, die ich jetzt Richtung Oberlingsweiler und Ottweiler weiterfahre. Ich habe jetzt 40 Kilometer auf der Uhr. Und es ist gleich um eins und irgendwie kriege ich langsam Hunger. Muss ich irgendwann mal was essen. Vielleicht in Ottweiler oder in Neunkirchen. Schauen wir mal. Mir macht es auf jeden Fall total viel Spaß. Mein Bein nicht so, aber mir ja. Weiter geht es Richtung Ottweiler. Hier neben der B41 entlang, die könnte ich ab hier auch fahren, weil ab hier ist ja keine Kraftfahrstraße mehr, aber wenn hier nebendran so ein schöner Weg ist, benutze ich den doch. Der geht zwar ein bisschen hoch und runter, das macht aber nichts. Hier in der Bliesaue, kurz vor Ottweiler, befindet sich dieses Wehr. Hier zeige ich euch jetzt mal die Blies,
wie stark sie schon angewachsen ist. Ihr erinnert euch bestimmt noch an den kleinen Tümpel oder diese Pfütze nahe der Quelle. Und da könnt ihr mal schauen, wie groß die Blies hier schon geworden ist. Da laufe ich mal zu meinem Fahrrad. Da ist die Blies. Dürfte hier schon so 6 Meter, 5, 6 Meter breit sein. Durch Ottweiler bin ich jetzt durch. Ich bin jetzt mittlerweile Schafbrücker Mühle. In Ottweiler gibt es eine wunderschöne Altstadt. Wer die sich angucken möchte, der kann das gerne tun. Ich muss hier auf die Straße. Die lohnt sich wirklich anzugucken. Sehr schön ist die. Und ich fahre jetzt hier weiter nach Wiebelskirchen. Die Blies, die schlängelt sich so rechts neben mir lang. Darum ist es für mich hier auch immer schön eben im Bliestal oder in der Bliesaue. Und in Neunkirchen dürfte ich dann so in spätestens einer halben Stunde sein. Da sehen wir uns dann wieder. Also spätestens. Na, das ist ja hier mal idyllisch. Hier links neben mir ist der Kuchenberg und ich muss gar nicht über den Berg, obwohl ich eigentlich Hunger hätte, dass ich einen ganzen Berg von Kuchen essen könnte. Ich fahre jetzt hier zum nahe Bahnschacht und bin dann schon gleich in Neunkirchen. Geht aber doch ein bisschen berghoch. Also heißt es für euch mal kurz weggucken. Für mich Kamera weglegen. Hier in Neunkirchen sitze ich jetzt auf den malerisch neu gestalteten Bliesterrassen und eigentlich wollte ich jetzt hier ein bisschen was essen. Und dann bauen die hier auf der anderen Seite einfach weiter. Naja, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz die Blies. Und die hat hier früher, als es das Wehr in Ottweiler noch nicht gab, tatsächlich oberhalb dieser Brücke öfters gestanden. Wahnsinn, oder? Ich fahre jetzt auf jeden Fall weiter da in die Richtung. Hier in Neunkirchen geht jetzt der Radweg direkt an der Blies lang. Die ist hier rechts neben mir in so einem Loch. Und links von mir ist so ein bisschen Industrie. Und da geht es jetzt hier einfach weiter bis nach Wellesweiler. Ich habe jetzt 51 Kilometer auf der Uhr. Mal gucken, was heute dabei dann noch zusammenkommt. Und ich habe immer noch nichts gegessen, weil der Platz, wo ich was essen wollte, einfach scheiße war. Das hier ist dann Wellesweiler. Und da können wir mal auf die Bliesbrücke und uns da mal die Blies anschauen. Weil die hat es da auch immer geschafft, den ganzen Ortskern lahmzulegen, wenn die über die Ufer getreten ist. Für mich geht es dann eigentlich an dieser Ampel geradeaus weiter. Aber zur Bliesbrücke geht es jetzt erstmal nach rechts. Tata, ein Bus erwischt. Hi. Das hier ist dann die Blies in Wellesweiler. Und das hier ist alles ihr Überflutungsgebiet und teilweise auch diese tolle Brücke. Aber ich radel jetzt mal in der Richtung weiter, nach Niederbexbach. Weiter geht es durch die wunderschöne Auenlandschaft der Blies, vorbei an Pferdekoppeln. Links von mir ist noch der Flugplatz Niederbexbach, das ist eine Grasbahn. Deswegen hängen ja auch diese Bälle in der Hochspannungsleitung, ich weiß nicht, ob man die sieht. Hier bei Niederbexbach ist die Blies schon zu einer beachtlichen Größe angewachsen. Wunderschön erkennt man hier auch die Bliesaue. Und ich fahre jetzt hier
zurück nach Hause, weil der nächste Teil, der soll ja auch noch was beinhalten. Ansonsten habe ich die Blies ja dann schon komplett beendet. Ich bin jetzt bei 60 Kilometer und bis ich zu Hause bin, sind es dann wahrscheinlich 90. In Fuhrpach, hier am Wegesrand, da steht was, was ich jetzt auch gebrauchen könnte. Über der A8, hier neben Neunkirchen, gibt es eine videoüberwachte Brücke. Aber ab jetzt wird zurück videoüberwacht. Da geht es jetzt rüber und dann geht es weiter nach Hause. Das ist hier ein bisschen laut, aber der Ausblick in die Landschaft, der ist wunderschön. Hier fahre ich jetzt gleich durch mein altes Heimatdorf Spiesen. Und wenn ich hier noch wohnen würde, würde es nach Hause nur noch bergab gehen. Aber es geht jetzt erstmal bergab und dann wieder bergauf und dann lange, lange, lange bergauf bis nach Hause. Nach jetzt 80 Kilometern habe ich endlich eine Bank gefunden, wo ich mich draufsetzen kann und ein bisschen was essen. Und ich hatte vor ein paar Tagen ein empfindliches Paket bekommen und da war so Styropor drin, was man essen konnte. Das esse ich jetzt mal. Das hier ist das gute Zeug. Auf der einen Seite Styropor, auf der anderen Seite Schokolade. Ich bin heute zu faul zum Kochen. Ein Blick in die Wolken sagt mir jetzt aber schnell nach Hause. Sonst wäre ich noch nass. So, liebe YouTube-Online-Radler, ich bin jetzt an einem Punkt, wo es nur noch bergab geht bis nach Hause. Bin auch K.O. genug dafür. Zu Hause sind es dann fast oder knapp über 90 Kilometer. Kann man sagen, das war mal eine schöne Tour. Ab jetzt brauche ich mich nur noch kullern lassen. Und für den nächsten Teil, da macht ihr am besten ein Abo und gebt jetzt schon mal einen Daumen hoch, damit ihr nicht verpasst, wenn ich den dann hochlade. Es kann noch ein bisschen dauern, weil nächste Woche geht es jetzt erstmal für eine Woche nach Mallorca. Dann mache ich dort auch eine kleine Radtour mit dem Mietfahrrad. Aber da geht es ums Cachen. Ich weiß nicht, ob dabei ein Film entstehen wird. Mal schauen. Und dann danach kommt dann der nächste Teil von der Blies-Runde. Die Anfahrt war jetzt die Rückfahrt von der Blies waren jetzt 30 Kilometer dann. Da muss ich mal gucken, ob ich da wirklich mit dem Fahrrad dann hinfahre oder mein Auto da irgendwo unterwegs parke, weil da kann ich einen schönen Rundkurs draus machen. Also, da ihr bis hier durchgehalten habt, macht euch bestimmt nichts aus, die Route jetzt noch dann auf Real Life anzuschauen. Danke nochmal an Rainer, der gezeigt hat, wie das geht. Und ich bedanke mich einfach noch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch beim Zuschauen genauso viel Spaß gemacht wie mir beim Fahren.